Gott sagt zum Propheten Hesekiel im 37. Kapitel, Vers 4, «Sprich zu diesen dürren Knochen und fordere sie auf. Höret, was der Herr euch sagt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache euch wieder lebendig.» Es ist für uns unvorstellbar, dass Gott der Prophet eigentlich auf die Ebene der Dreieinigkeit abhebt. Er sagt ja, red zu den Toten, dass sie lebendig werden. Und eigentlich kann nur Gott das machen. Aber jetzt spricht er das aus, was eigentlich Gott kann aussprechen kann. Und er sagt, sprich zu den toten Gebeinen, dass sie lebendig werden. Und dann ist etwas ganz Spezielles passiert. Im Vers 10 heisst es, da ist der Geist Gottes gekommen und hat die toten Gebeine lebendig gemacht. Stell dir das einmal vor, wenn das hier auf dem Friedhof in Spiez passieren würde. Die Bibel sagt, dass Menschen ohne Gott geistlich tot sind. Und nur der Geist Gottes kann sie lebendig machen. Aber offenbar haben wir Christen jetzt von Jesus die Autorität, dass wir zu den geistig Toten sprechen dürfen, werden lebendig. Und das hat seine Auswirkung. Sprich zu Menschen, die jetzt noch Jesus noch nicht kennen, werden lebendig. Und sprich das im Glauben aus, im Gebet. Und sag, Gott, komm mit deinem Geist. Und hauch all die Menschen an, die dich noch nicht kennen, dass sie dich lernen kennen und das ewige Leben empfangen. Amen.